Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast hier bei mir. Mein Name ist Karin Sophie und solltest du gerne mehr über mich erfahren wollen, dann gehst du einfach in die Infobox, da findest du die weiterführenden Links zu mir. Ja, heute schauen wir mal, wer möchte Kontakt? Das hatten wir ja schon sehr lange nicht mehr, das Video. Wer möchte mit dir in Kontakt treten? Wer hat eine Botschaft für dich und warum hat man diese Botschaft für dich? Das werden wir uns anschauen, also dieses Warum, Wieso, Weshalb. Und ich würde sagen, wir schauen, wir haben auch die Engelkarten dabei. Da werde ich noch aus diesem Engelsbuch hier euch vorlesen. Ja, ich weiß, für alle, die neu dazugeschaltet haben und mich fragen wollen, wo hast du das her? Diese Auflage gibt es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ne? Ich habe dieses Kartendeck schon ewig. Und das ist erneuert oder modernisiert worden. Ich glaube, der Text ist noch der gleiche, die Lichtkraft der Engel, aber da bin ich mir nicht sicher. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen, weil ich glaube, die haben das so ein bisschen ein Hin und ein Her gehabt mit dieser Auflage. Also die gibt es so, wie ich sie habe, nicht mehr. Also wenn ich da rauslese, das Buch, vielleicht erwischt das, ich weiß es nicht, bei eBay, wo könnte man es noch, na, überall dort, wo Etsy könnte sein, bin mir aber nicht sicher. Also schaut da mal, falls es euch interessiert, ich habe es euch eh gezeigt. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Wer da was zu sagen hat und warum hat man dir etwas zu sagen? Was ist jetzt wichtig zu wissen, zu erfahren? Also so viel spüre ich schon mal, dass hier ganz viele, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, ganz viele Schutzengel bei euch sind. Also viele, viele Schutzengel sind, fliegen jetzt ganz, ganz tief, das spüre ich. Okay, schauen wir mal. Lass uns loslegen. Okay, wer oder was möchte gerne mit dir in Kontakt treten. Wer oder was? Und warum? Oh, das fängt ja schon mal gut an. Also der Reiter, jemand möchte mit dir in Kontakt treten. Jemand möchte sehr schnelle Kommunikation mit dir. Vielleicht auch ein bisschen eine ungeduldige Person, aber eine sehr leidenschaftliche Person, nehme ich hier wahr. Die 9 der Kelche, eine sehr erfüllende Botschaft. Jemand ist auf dem Weg zu dir. Wer, das schauen wir uns dann eh noch an. Es ist jedenfalls eine Person, eine Person oder ein Engel, ein Schutzengel, ne? Mal die 1, ne? Dieses eine Person oder es sind 9, ja? 1 und 9. 1 und 9 werden 10, wäre wieder der Neuanfang. Also irgendeinen neuen Start wirst du mit jemandem anfangen oder ein neuer Start kommt auf dich zu. Es wird dich absolut gefühlsmäßig richtig umnocken. Ich sehe vor mir immer so Love und Herzchen und das ist ganz, ganz tief behütet und beschützt. Eine sehr behütet, beschützte Energie ist das. Ich sehe hier auch jemand, der gerne die Zügel in der Hand hält. Jemand, der auch Herz und Verstand relativ gut im Balance hat. Jemand, der andere Menschen sehr, sehr gut führen kann. Also ein Mensch, der gut führt, ja, kann auch tanzen sein, ne? Aber im Allgemeinen geht es mit Führen, sich ein Mensch, auf den man sich verlassen kann,
ein Mensch, der zwar vielleicht gerne die Zügel in der Hand hält, aber nicht böswillig, sondern jemand, wenn du sagst, Mensch, ach, du magst heute mehr nicht einkaufen fahren, dann sagt der, hey, komm, weißt du was, ich fahre schnell und du machst inzwischen deine Erledigungen. Ja, so. Also jemand macht etwas, jemand hat gerne die Zügel in der Hand und möchte gerne dir abnehmen. So spüre ich die Person. Also jemand möchte dir etwas abnehmen, sei es dein Engel, sei es dein Schutzengel, sei es eine Person, die in dein Leben tritt neu. Also mit einer Karte schon 5 Minuten gecheppert. Das wird deine Challenge. Halleluja. Aber manches Mal fließen die Energien so dermaßen stark durch und jemand ist schon auf dem rechten Weg. Ja, auf dem rechten Weg zu dir. Neid könnte da eine Rolle spielen. Also gut möglich, dass du hier eine Person triffst, die im Außen sehr gefühlvoll harmonisch und sich mit allen Menschen sehr gut versteht. Ja? In der Öffentlichkeit wird dir diese Person begegnen. Also in der Öffentlichkeit draußen. Also etwas, was auf dich zukommt. Also bei mir ist der Park immer etwas, was auf dich zukommt. Ne? Wir haben hier den Weg. Also eure Wege werden sich kreuzen in der Öffentlichkeit. Oh ja, ja genau. Der Fuchs und der Bär, das heißt, wir haben jetzt schon 3 Krafttiere. Zum einen habt ihr das Pferd, den Fuchs und den Bären. Also bitte notiert euch das Pferd, den Fuchs und den Bären. Das sind schon richtige Hinweise, weil wir sind ja in der Legung. Wer möchte mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, das kann jetzt der Fuchs sein, dass der gewisse wichtige Themenbereiche hat. Wir haben eh die Krafttierkarten, da werde ich den Bären und das Pferd und den Fuchs euch vorlesen. Oh ja, ich muss schon gehen. Ne? Ja, es könnte sein, dass auf euch eine Person zukommt. Ich habe heute mal wieder meine Brillen auf. Ich bin das gar nicht gewohnt, weil dann schiebe ich immer. Ne? So. Dann schiebt man immer noch mit den Händen. Diese Person könnte vorerst für euch nicht falsch, aber vielleicht arrogant wirken. Ja, jemand so ein Macho-Typ, eine Macho-Typin. Und in Wirklichkeit steckt da ganz, ganz viel Herz und Liebe dahinter. Also solltest du einem Menschen begegnen, wo du da zuerst das Gefühl hast, naja, das ist nur Show, ja, dann muss ich sagen, da wirst du enttäuscht werden. Das ist tatsächlich nicht nur Show, sondern dieser Mensch ist tatsächlich sehr selbstbewusst, sehr stark. Kommt natürlich bei anderen auch sehr, sehr gut rüber, weil jemand sagt, was er sich denkt. Ne? Also ein sehr schlauer Mensch, nehme ich wahr. Ein sehr wissender Mensch kommt auf euch zu. Ein sehr mit Logik, mit Verstand, denn wir haben hier einmal die 1, 2, 3, 4, die 10 und hier haben wir die 9. Das lese ich euch jetzt vor. So, wenn ich sie finde. Ich glaube da hinten. Ja. Kommunikation, die 10. Ja, um die Person, um der es sich handelt, die redet sehr, sehr gerne. Sie hat einen sehr eloquenten Ausdruck. Also jemand hat, wenn du mit dieser Person sprichst, hat man das Gefühl, die ist so weise, der ist so weise, der weiß ganz genau, was er sagt, was sie sagt, die ganzen Argumente. Das kommt auf den Punkt, ne? Und es bewirkt in dir eine riesengroße Veränderung, eine riesengroße Challenge. Also der Bär ist wirklich auch, natürlich symbolisiert auch der Bär für Stärke, Reife. Jemand kann sich gut ausdrücken, also sehr, sehr gut. Dann haben wir hier, ja, dann das könnte eben mit, der Fuchs könnte ein bisschen für diese Kontrolle, Selbstzweifel, ja, du zweifelst an seiner Persönlichkeit, das brauchst du nicht, weil die Person ist tatsächlich so, wie sie wirklich ist. Gut möglich, dass jemand eifersüchtig ist, ja, dass du vielleicht am Anfang eifersüchtig bist oder Eifersucht auslösen könnte.
Wenn es das nicht ist, dann kann es sein, dass dieser Mensch, eben das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, es passt sehr gut dazu von dem, was ich gechannelt habe, dass jemand sehr gerne die Zügel in der Hand hält, ne? Was ich euch beim Pferd gesagt habe. Und das trifft sehr, sehr gut bei der nächsten Karte auch. Ja, und auch für falsche Freunde und Zweifel. Also du zweifelst daran, ob das die Wahrheit ist oder nicht. So, ich habe das Gefühl, mit diesem Fuchs hat es etwas mit Schlauheit zu tun. Ja, also dieser Mensch ist sehr, sehr schlau. Wow. Ja, und wir haben noch gesagt Veränderung. Ne? Du veränderst dich, haben wir gerade gehört bei den 10. Der Luft, ne, die 10 der Luft, haben wir jetzt gehört, dass hier eine Veränderung, ne? Also etwas wird in dir verändert und das sehe ich hier auch. Du veränderst dich durch diese Person und zwar zum Positiven. Und wenn ihr sehen könnt, wir haben hier Kelchkarten, 1, 2, wir haben Luftkarten. Das heißt, hier könnte sich es tatsächlich um eine Zwillinge-Waage-Wassermann handeln, ja? Oder es geht tatsächlich darum, dass du hier einen Fischegriff-Skorpion kennenlernst. So, jetzt habe ich es aber. So. 2. Hoppla. Oh, oh mein Gott. Da möchte jemand wirklich sein Herz ausschütten. Also ihr braucht euch keine Gedanken machen, diese Person ist absolut goldrichtig. Also hier ist eine Person oder eine Person, die auf euch zukommt, du wirst so geflasht sein, dass du im ersten Moment gar nicht glaubst, dass es so eine Person überhaupt noch gibt. Mit der Person kannst du ganz normal dich unterhalten, sprechen. Ihr habt gleiche Interessen, das zeigen mir auch die Störche. Ne? Die Störche kommen auch gemeinsam und sie ziehen wieder gemeinsam. Das heißt, ihr werdet sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Also eine schöne Person, die auf euch zukommen wird. Eine Person, der Fuchs steht für mich, nicht nur für Schlauheit und das, was ich euch schon alles gesagt habe, sondern auch für Vorsicht. Und zwar, dieser Mensch ist vorsichtig. Vielleicht wirkt er für dich eher kühl im ersten Moment, ne, weil wir haben ja Luft. Aber dieser Mensch ist nur sehr, sehr vorsichtig, weil dieser Mensch ist schon sehr, sehr oft verletzt worden. Der hängt sich im Anfang ziemlich zurück. Ja? Vielleicht bist du auch so jemand. Dann wirst du so einer Person begegnen. Ja, Schlauheit. Ne? Also ihr werdet viele Geräte haben, auch Tratsch. Ne? Also jetzt könnte jemand tratschen über euch. Ne? Lasst es. Ne? Ich habe am Wochenende auch mit jemandem getanzt, mit einem Profitänzer, der wirklich sehr, sehr gut tanzen kann und führen kann. Und dann haben uns ganz, ganz viele Menschen angesprochen. Ne? Die einen haben richtig geschaut und hätten das auch gerne, aber das kann jeder, ne? Lernen. Und das merkt man natürlich, die Blicke, die dann auf einem zu prasseln. Und ja. Und das ist witzig, es sieht ja eh immer, es sehen ja Menschen, ne? Also da waren gerade so auch Frauen, die sowieso schon neidisch auf mein Leben sind, die waren dann auch noch dort und er fragt mich auch noch ums Tanzen und dann sind sie dann, wir sind runter von der Tanzfläche und dann sind sie auf uns zugekommen und dann so, dann war die Aussage so, naja, er kann halt sehr gut führen, ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch eine sehr, sehr gute Tänzerin, ne? Aber das Gesicht war so genial. Also ne, ich habe gar nichts gesagt, ne? Der war, ist auch sehr schlagfertig, also wirklich mit seinen Reden, Argumenten. Er hat auch viele Neider, also wir kennen uns da gegenseitig ganz gut. Und das war recht spannend, ne? Und dann der Gesichtsausdruck. Und das könnte euch auch passieren, ne? Ihr lernt euch kennen. Er ist bildhübsch, sie ist bildhübsch, ihr harmoniert miteinander, da ist eine Frequenz, da ist eine Lichtqualität da, da ist Power dahinter, da sind lange, tiefe Gespräche dahinter, alles andere bricht um euch weg und ihr versinkt in euren Gesprächen und das könnte einige nicht ganz so passen. Auch das spüre ich bei euch, ne, weil ich es gerade am Wochenende erlebt habe, obwohl das nur ein Tanzpartner ist, ne. Ja, das ist mit wow. Ja, ihr braucht da überhaupt keine Gedanken haben. Ihr werdet siegen. Also das ist wirklich ein Erfolg in Gesprächen, ein Erfolg in. Ihr lasst euch nicht abbringen von euren Weg, ne? Auch wenn andere Menschen euch da ein bisschen
Ja, glauben Sie, müssen da ein bisschen mitmischen, mitreden. Hoppla. Ah ja. Ja, da beobachtet euch jemand. Yeah. Das sehe ich jetzt bei beiden Seiten. Auf der einen Seite sehe ich, dass euch diese Person beobachtet und auf euch zukommt. Und zum anderen, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass Menschen euch beobachten, ja, ja, ne, so. Also dieses einerseits Beneidende und andererseits so diese Gier, warum er und warum ist es nicht sie, ne? Zum Beispiel, warum ist es nicht er und nicht sie? Versteht ihr, was ich damit meine? So, ich hoffe, ich bringe es besser rüber. Diese Menschen denken sich, Mensch, diesen Menschen hätten sie auch gerne. So, ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. Ja, aber das ist halt so, ne? Das ist halt nichts für ihn oder ihr bestimmt, ne? So. Nichts für sie bestimmt. Was bekommen wir noch herein? Wow! Oh mein Gott, Leute, es wird immer besser. Ich werde schon ganz heiß hier. Jetzt kommt auch noch die Seelenliebe. Halleluja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, du glaubst, das gibt es nicht mehr. Ne? Wir sind ja echt, also manches Mal bei manchen Legungen denke ich mal, das gibt es nicht. Für wen trifft das bitte zu? Hier könntest du noch bis zum September, also diese Legung könnte ab jetzt, wenn du es schaust, bis September, Oktober hineingehen. Bei einigen, ihr werdet schon beobachtet von dieser Person, also jemand spitzelt euch schon aus oder spioniert euch schon aus, das ist das, was ich spüre. Jemand ist aber noch mit sich selbst ein bisschen beschäftigt. Ne? Also hier ist noch etwas, da möchte ich gerne Klärungskarten drauflegen. Also dieser Mensch ist zwar auf dem Weg zu dir, aber er ist nicht nur vorsichtig. Ich glaube, dass dieser Mensch auch ganz viel um die Ohren hat. Ja? Also entweder du, der sich nicht hundertprozentig so fokussiert auf diese Liebe. Ne? So. Es gibt ja Menschen, die sagen, die gehen raus und sagen, boah, ich möchte diesem einen Menschen begegnen. Ja? Das ist er nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Das ist das, was ich hier spüre. Also wenn du jedes Mal, wenn du rausgehst, dich mit Freunden triffst oder wo bist und immer der Gedanke da ist, Mensch, du möchtest da jemanden kennenlernen, entweder raten dir dann die Karten, dass du das nicht tun sollst, dass du mal auf dich zukommen lassen sollst, das ist das, was ich hereinbekomme, oder es ist einfach nicht deine Legung. Weil hier nämlich wirklich zwei Personen wahr, die sehr gut geerdet sind, die stabil sind, die ihren Weg gehen, die glücklich mit sich alleine sind, die gut auskommen auch ganz für sich, die sind schlau, die wissen, die haben alles, ne? Die haben alles erreicht und möchten es einfach so nicht so belassen, aber sie nehmen das einfach so an, so. Und dieser Mensch nimmt das auch so an. Also ihr werdet erstaunt sein oder überrascht sein, wenn ihr diese Person begegnet. Und dann denkst du dir natürlich, was will denn die Person da von dir, ne? So 20, gefühlte 20 Jahre kommt keiner und dann auf einmal so ein herzerwärmender Mensch. Und bei der Soulmates könnte es sein, dass das nicht um die Liebe selber geht, sondern um die Seelenfamilie. Dass du ihr Menschen begegnest, die in deiner Seelenfamilie zu Hause sind. Das heißt Freundschaften, Menschen, die freundlich sind, die dir freundlich gesonnen sind. Auch solche Menschen kommen auf dich zu. Das könnte auch mit der Soulmate gemeint sein, dass hier auch viele Wesen auf dich zukommen, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Ne? Der eine hat den Schlüssel, der andere hat das Schlüsselloch und dann trifft man sich, dann tauscht man Dinge aus und dann denkt man, aha, jetzt bin ich wieder schlauer. Ne? So. Ja, time to go. Auf dem Meer. Okay, auf dem Meer.
Auf dem Wasser. Ja, ich glaube, da ist gemeint mit dieser Karte auf dem Meer. Wenn man die Karte jetzt genauer betrachtet, kommt diese Person ganz gut alleine zurecht. Ja? Und ich habe aber hier gesagt, hier ist noch irgendetwas, hoppla, hier ist noch irgendetwas oder irgendwas beschäftigt sich dieser Mensch hier. Und jemand ist schon sehr zielstrebig und geht nach vorne und hat auch den Kompass schon nach vorne, aber das Fernglas ist nach hinten gerichtet. Ja? Also hier könnte es sein, dass dieser Mensch noch irgendwelche Hoffnungen in sich trägt. Das möchte ich gern klären. Immer, dieser Mensch geht, ja? Jemand geht von dieser Hoffnung weg, ne? Mal angenommen, jemand hat Hoffnungen, dass der Ex oder die Ex-Partnerin zurückkommt, ja? Und dann lernt er dich kennen und denkt sich, hey, wow, was ist das für eine wundervolle Frau? Und vergisst wirklich seine Ex-Partnerin, ja? Und dann könnte, weil er sich geöffnet hat für dich, automatisch hat er sich geöffnet natürlich auch für seine Ex-Partnerin. Und dann könnte es sein, dass diese Ex-Partnerin sich nochmal bei diesem Menschen meldet, ja? Aber man sieht, dieser Mensch ist stark genug, eure Verbindung ist schon so stark, alleine nur durch dieses eine Treffen, dass dieser Mensch gar keine Lust mehr hat. Aber das könnte sein, dass dieser Mensch noch an einer Person gedanklich, zumindest gedanklich noch dabei ist. Aber jemand verabschiedet sich, ne? Hier geht jemand. Und das ist schon schön, weil hier geht jemand wirklich zu dir. Hier reist jemand zu dir. Auch in der Gesellschaft, hier könnte sein, dass du diese Person in einer Gesellschaft kennenlernst. Ja, jemand hat gerne die Zügel in der Hand. Ich komme immer wieder zu das zurück. Jemand hat sehr gerne die Zügel in der Hand. So. Dann schauen wir mal, was kommt denn auf euch zu, meine Lieben? Wer möchte? Oh, upsie. Du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du da in Sicherheit bist. Ja, und das ist dieser Mensch gemeint. Der, was auf euch zukommt. Na, wir schauen ja, wer möchte quasi dir etwas mitteilen und sagen. Wer ist auf dem Weg zu dir? Wer kommt auf dich zu? Hoppla. Wer möchte mit dir Kontakt aufnehmen? Und genau um das geht es. Wer ist soweit und wer möchte dir diese Botschaft überbringen? So, jetzt ziehe ich aber welche. Eins, zwei. So. Schreite beschwingt voran und akzeptiere kein geht nicht. Ja, das ist genau das, ne? Wo du denkst, das gibt es nicht, dass dieser Mensch auf dich stehen könnte. So, was haben wir hier? Azur und Serena. Ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Hab Vertrauen. Die Fülle könnte natürlich jetzt die Liebe sein, aber wenn es jetzt nichts mit der Liebe zu tun hat, sondern mit was kommt, wer möchte Kontakt aufnehmen, dann kann ich dir sagen, auch das Geld möchte Kontakt mit dir aufnehmen, ja? Der Money, Money, Money möchte Kontakt mit dir aufnehmen. Und dann, wer möchte noch Kontakt aufnehmen? Das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Habe Geduld und Vertrauen. Versuche nichts zu erzwingen. Das ist genau das gemeint, wo ich vorhin auch gesagt habe, dass da treffen sich zwei Menschen, die eigentlich gar nicht so die Absicht hatten, eine Partnerschaft zu gehen, aber ihr begegnet euch. Und das ist für alle gemeint, die bitte nicht, hab Geduld. Und geh nicht mit jedem mal fort und denkst dir, ach ja, du wirst hier sicher jemanden kennenlernen oder auch nicht, dass du hier das einfach mal offen lässt. So, ich muss da mal ein bisschen Platz machen da mit meinen Karten. So. Damit. Nicht alles Bine Deko, meine Deko bitte. So.
Dann schauen wir mal, was kommt denn noch auf euch zu? Wer oder was, hoffentlich nicht so. Wer oder was möchte mit dir in Kontakt treten? Sorry. Upst. Sorry. Oh mein Goodness. Der Schutzengel, du bist nicht alleine. Wow. Ich habe noch vorhin gesagt, es könnte sein, dass dein Schutzengel, ich habe gesagt, die Schutzengel fliegen sehr, sehr tief ganz am Anfang. Und das könnte sein, dass du hier Zeichen vom Universum bekommst, wie eine Feder, ein Symbol, Münzen. So. Eine Karte hätte ich gerne. Auch die Sterne nehme ich sehr, sehr, sehr. Jawohl. Da haben wir sie. Haben wir drei. Dann nehmen wir die. Dann haben wir hier den Frühling. Okay. Mit denen fangen wir jetzt nicht so viel an, aber das macht nichts. Ne? Ein Frühlingserwachen. Ne? Jemand erwacht. Das könnte sein. Ne? Das könnte damit gemeint sein. Wow. Sternenannahme, Folge der Stimme deiner Seele. Ja, hier sollst du mal deiner Seelenruf folgen. Wenn deine Stimme sagt, dieser Mensch tut dir gut, ja, dann schaue ihn dir ganz genau an. Wenn du merkst, dieser Mensch tut dir nicht gut, ja, jemand lügt, betrügt und hintergeht dich, dann solltest du einen Schlussstrich ziehen, ne? Also das wirst du dann auch spüren, du wirst vom Universum behütet und beschützt. Dieser Mensch, wo ich am Anfang auch schon gesagt habe, das ist ein Mensch, der sehr, sehr gut reden kann, ein Formwandler, also jemand, der ganz viel Wissen sich angeeignet hat, ganz, ganz viel Wissen, Weisheit, vielleicht auch studiert hat, jemand, der sehr oft sein Köpfchen dazu braucht oder benötigt, um in seinem Job, ja, das könnte sein, dass jemand sehr, sehr mit irischen beruflichen Themen zu tun hat oder noch dabei hat, ja. Den verwandle und enthülle deine Gaben, denn dafür, drum habe ich auch hereinbekommen, noch, ne, weil dieser Mensch möchte sich gerne umorientieren. Also dieser Job tut diesem Menschen einfach noch nicht so gut und fühlt sich auch nicht erfüllt. Ja? Dieser Job hat ihm geholfen, dass er sein Haus bauen konnte, seine Kinder versorgen konnte. Und jetzt habe ich das Gefühl, hier geht jemand so immer mehr in Richtung, in eine andere Richtung. Ja, ich sehe, dass hier jemand seinen Job verändern möchte, ja, der, was auf euch zukommt, könnte sein, dass gerade in dieser Verwandlung hier drinnen ist. Spiegelhüter, ne? Ihr spiegelt euch, das ist genau das, was ich hier gesagt habe, auch hier, ne? Mit der Soulmate. Nehmt ihr die Zeit für Reflexionen, ja, das macht ihr. Ihr werdet, der Bär steht für mich auch für diese Reflexionen, ihr werdet euch reflektieren. Du wirst dich reflektieren mit diesen Menschen. Ihr werdet euch spiegeln, ihr werdet euch gegenseitig die Dinge spiegeln, wie Ängste, Unsicherheiten, ja, körperlich, geistig, seelisch. Könnte das sein? So, jetzt habe ich mal gesagt, ich zeige euch mal den Hund. Den Bären und den Fuchs. Ich hole es mal raus. Ah ja, den Fuchs haben wir hier. Den Bären, na, das geht jetzt flott. Das geht flott. So. Ja, vom Hund habe ich geredet, ne? Nee, den brauchen wir jetzt nicht. Uiuiui. Das Pferd suchen wir noch. Wahrscheinlich ist es jetzt gut. Da ist es. Sehr gut. Sehr gut. Ach so, Mensch. Oh mein Gott, Karin Sophie. So, die Lebenskraft, Freiheitsdrang, Unabhängigkeit, psychische und überirdische Kräfte. Physische, überirdische Kräfte, Vitalität,
Intelligenz. Aha, aha. Also es ist ein sehr kluger, intelligenter Mensch, der hier auf euch zukommen wird. Und genau das habe ich euch gesagt bei dieser Karte hier. Ich lege sie trotzdem dazu. Der Fuchs. Kraft der Kalkulationen, richtige Einschätzung, Konzentration, Verschleierung, Verschwiegenheit und Schlauheit. Ja, das könnte eben sein, dass dieser Mensch eben nicht ganz so offen ist, weil er eben schon sehr oft verletzt worden ist oder sein Herzchen verletzt worden ist. Und da ist dieser Mensch einfach vorsichtig, ja? Oder dieser Mensch denkt sich das von dir, ne? Das kann ja auch sein. Der Bär steht für Kraft, Heilung, im Alleinsein, Wandel, Weisheit. Also Alleinsein, das heißt, er ist Single. Ne? Das spüre ich eindeutig. Dieser Mensch ist hundertprozentig Single. Wenn du einen Menschen kennenlernst, der eine Frau, einen Mann hat, c'est la vie. Wenn jemand eine Freundin, einen Freund hat, mit der er sexuell verkehrt und auch zusammen ist, dann ist das nicht deine Legung. Wenn du jemanden kennenlernst, der frei ist und keinen Partner, keine Partnerin hat, dann gilt diese Legung. Und die Ex-Partnerin, die ich hier angesprochen habe, ne, da könnte es sein, dass dieser Mensch vielleicht sich ein bisschen schwer tut mit alleine sein. Ja? Das kann schon gut sein, dass dieser Wunsch auch von dieser Partnerin bei einigen, ja, nicht bei allen, bei einigen könnte das tatsächlich sein, dass jemand wirklich gerne eine Partnerin, einen Partner an der Seite hätte. Und ja, und wenn ein Mensch lange mit jemandem zusammen ist, aber dieser Mensch weiß, das ist die Person nicht, ne? Aber man ist nicht alleine. Aber die Partnerin, also übrigens die Ex-Partnerin, die möchte von diesem Menschen auch nichts mehr, ne? Ich glaube, die hat sogar schon wieder einen Freund oder eine Freundin und ist auch relativ glücklich, ja? Ob die dann zusammenbleiben, das schauen wir dann hin, das geht uns auch nichts an. Aber er ist definitiv alleine. Aktives und mutiges Handeln und ich gehe meinen Weg. Ja, das ist auch genau das. Time to go. Hier geht jemand seinen Weg, ne? Ob jemand da ist oder nicht. Jemand geht seinen Seelenweg. Und das ist sehr, sehr schön. Jemand fängt an, sich absolut zu transformieren, seinen Weg zu gehen, seinen Herzensweg zu folgen und vielleicht aus diesem Kopf Muster mal rauszugehen. Ja? Ich arbeite auch mit vielen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zusammen und da haben einige, die ein Yoga-Zentrum noch nebenbei haben, die eine energetische Einrichtung noch irgendwo haben, hoppla, Entschuldigung, mein Finger, irgendwo noch irgendetwas Spirituelles auch machen, ja, bei ganz, ganz vielen Rechtsanwälten und Notaren und Notarinnen. Und das ist schon für mich sehr faszinierend und ich lerne wirklich viele. Ich muss immer schmunzeln, mein Kind schmunzelt immer, der kommt dann immer zum Handkurs mit den Praktiken. Aber das ist voll spannend, ja. Und das könnte hier auch der Fall sein, dass jemand schon seinen das noch macht, aber sich irgendwie halt, er halbiert sich nicht oder sie halbiert sich auch nicht, aber man fährt diese Schiene und man fährt diese Schiene und ich glaube, das tut dieser Person ganz gut. Ja, also da könntest du jetzt jemanden kennenlernen und der jemand sagt, okay, wenn du sagst, ach ja, du legst Karten, ich meine, du beschäftigst dich mit Spiritualität, ach ja, das habe ich auch schon mal, ne? Und wie ich, witzig, ich treffe auch immer Menschen, wo meine Freundin sagt, das würdest nie vermuten, dass der Mensch spirituell denkt oder mit dem zu tun hat. Dann habe ich gesagt, nee, das spürt man schon. Ne? Aber die hängen das nicht so an die große Glocke. Erst wenn man dann in Gespräch kommt, dann fühlen sie sich vertraut und nicht belächelt. Ja? Und da sind mehr dabei, als was man denkt. Ja? So, aber jetzt ziehen wir noch. Wer möchte mit euch noch in Kontakt treten? Ui, der Ivi. So, wer möchte noch mit euch sprechen? Ja, danke schön. Noch etwas zu sagen. 3-3, der Eisvogel. Wow, Frieden, Wohlstand, Jupiter, fruchtbare Ernte und Glück. Ja, wo hatten wir das? Ja, hier, die Fülle. Das würde wieder passen. Das Neue willkommen heißen, diesen Menschen willkommen heißen. Großes Wissen und Bewusstheit für die Dinge und offener Geist. Und das fühle ich bei diesen Menschen, das ist dieser Mensch. 100%, wirklich. So, dann schauen wir mal. Uiuiuiui. So, und beim Igel fangen wir an. So. Dann hast du hier sich treu bleiben, Angriffe und Manipulationen abwehren. Das ist genau das, was ich euch am Anfang gesagt habe hier.
bei diesen Neidern, dann habe ich euch ein Beispiel auch gesagt von mir, die eigene Bestimmung finden, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Schlange, Kraft der Verwandlung, Erweiterung des Bewusstseins, Erneuerung und Heilung, Unendlichkeit, Dualität, Potenzial erkennen. Ja, hier erkennt jemand das Potenzial, dass du die Richtige bist mit den Seelenliebe, ne? Hier erkennt jemand, du bist die Richtige für diesen Job. Du bist die Richtige für eine Freundschaft. Du bist die Richtige für einen Geschäftspartner, Geschäftspartnerin. Du bist die Richtige, der Richtige für die Partnerschaft. Also hier weiß jemand um dein Potenzial. Also hier liebt jemand dein Wissen. Dazu schaut euch genau das Video an, was lieben Menschen an dir. Das ist auch interessant. Das könnte mit dieser Legung hier in Resonanz gehen. Der Reiher, Bündelungen von Energien, beobachten, haben wir hier mit Observer. Dann haben wir hier Stille, Zugang zur tiefen Ebene der Seele und Innenschau. Ja, ihr reflektiert auch im Innen, nicht nur im Außen. Harmoniert das nur im Außen oder kann das auch wirklich in euren Herzen? Im Inneren ist es stimmig. Und da treffen sich zwei weise Menschen, wirklich weise Menschen. Also hier kommt eine sehr weise Persönlichkeit auf euch zu, der mit euch Kontakt aufnehmen möchte. Und vielleicht bekommen wir noch herein, wie die Person ausschaut. Ja, da können wir wieder mal die Herzchen befragen. Zu welchen Hinweis bekommt ihr noch? Ups. Ja, hier ist ein Jonglieren. Hoppla. Ich gebe die mal gleich hierher. Ja, das passt sehr gut. Das ist etwas ganz Neues, meine Lieben. Also hier kommt etwas Neues in euer Leben. Und jemand, der zu euch gefunden hat, das wird langsam passieren. Also ich kann euch versichern, noch wieder dein Gegenüber möchte das, noch wieder möchtest du. Gut möglich, dass ihr gemeinsam schaut, schwingt ihr gleich, habt ihr gleiche Interessen, ist euer Musikstil die richtige, der richtige, passen die, harmoniert das zusammen, welche Hobbys und so weiter. Ich glaube, ihr reflektiert mal die ersten paar Monate nur für euch, ob das dann auch Sinn macht, in eine tiefe Partnerschaft überzugehen. Warum sage ich das? Weil wir haben das Ass der Stäbe, also das Ass der Stäbe, ja, das Ass der Stäbe. Amazing. Es wird Zeit, in die Aktion zu gehen, ja? Nichts mehr hinterm Berg zu halten, aber es ist neu. Na, also hier, das kündigt auch immer, ich glaube, das ist der Bube, oder ist es ein das Feuer? Nein, es ist ein mit der Feuer. Ja, das Ass der Feuer. Also hier hast du eine Chance jetzt, oder das Universum reicht euch jetzt eine Chance, um diese Verbindung tiefer werden zu lassen. Das Interessante ist, aus 1, ne, macht 2. Ja, vielleicht finde ich so ein Foto, ne, wo 2 gleichgeschlechtliche oben sind. Das ist sehr interessant, weil es auch um Freundschaft gehen könnte. Ja, nicht nur um Liebe. Vielleicht finde ich so ein Foto. Ne? Ihr wisst ja, dass ich mir so wirklich Gedanken mache, was ich als Cover nehme, als Foto nehme, was mit der Legung in Resonanz geht. Und die 2, der Stäbe heißt, hier passiert etwas, hier passiert eine Veränderung, hier passiert der nächste Schritt wird gesetzt. Hier beginnt etwas zum Erblühen, zum Erwachen. Da habt ihr euch kennengelernt und jetzt schaut ihr nach 2 Monaten, wohin die Reise euch hinführt. Ihr träumt sehr viel voneinander. Ihr könnt, beide habt ihr das Zepter in der Hand, ja? Ihr schaut beide in die gleiche Richtung. Jeder hält sein Zepter in der Hand, ne? Und einer von euch beiden ist sehr weltoffen, ja? Jemand kennt sich, jemand ist sehr weise, hat auch die rote Rose in der Hand, die jemand euch reichen möchte. Und du hast das Wissen in der Hand, ja? Die Weisheit, die Spiritualität. Und somit ergänzt euch wundervoll. Ihr bringt alles zum Erblühen. Ne? Das ist ein Baumstamm, aber da blüht etwas raus.
Da könnte nochmal ein Baum. Das heißt, ihr macht aus etwas Unmöglichen, ja, etwas möglich. Das spüre ich. Aus etwas Unmöglichen macht ihr etwas möglich. Okay, auch ein schöner Satz. Und dann bringt ihr etwas zum Erblühen. Dann haben wir die Sieb der Erde. Also bringst etwas auf den fruchtbaren Boden. Ihr kümmert euch gegenseitig. Ihr seid sehr respektvoll und geht sehr liebevoll miteinander um. Ja? Man hat Wasser, man hat hier eine Gießkanne mit Wasser. Man kümmert sich, man geht das Unkraut raus. Also jeder hat das Unkraut rausgegeben. Man sieht hier kein einziges Fuzzi an Unkraut. Das heißt, man hat diese Blumen so sehr gepflegt und gehegt. Man hat auch das Alte, ja, hinten sieht man eine Wand. Das heißt, du hast das Alte komplett quasi hinter dir gelassen und startest komplett neu mit dieser Person, ja. Also du schaust nicht mehr zurück, du siehst auch nicht mehr durch. Und hier ist ein kleines Vögelchen. Und dieses Vögelchen könnte auch ein Hinweis sein, dass wir haben viele Tiere hier. Also gut möglich, dass dein Gegenüber Tiere hat, oder Haustiere, oder du selber hast Tiere oder Haustiere. Ja, hier ist jemand, ja, das passt, das trifft so zu dem, was ich hier gesagt habe, dass euer Gegenüber zwar einen sehr anstrengenden, belastenden Arbeit hat, ja, wo man sehr viel Kopf mitdenkt und so weiter, aber zugleich etwas Meditatives auch macht, ja? Meditiert, Yoga macht, dass irgendetwas, was mit Spiritualität, mit dem Körperbewusstsein verbunden ist. Ja? Also gut möglich, dass jemand sagt, also in der Kanzlei, diesen Rechtsanwalt, den ich hier auch damals kennengelernt habe, der hat zum Beispiel in seiner Kanzlei einmal die Woche kommt jemand und macht 2 Stunden Yoga mit denen. Ja? Und ich finde das total cool. Also es ist immer mehr, also glaubt ja, ich habe auch viele Rechtsanwälte als Klienten, nicht so, dass ich nur mit denen zu tun habe, sondern dass es wirklich etwas ist, was immer mehr Menschen anfangen umzudenken. Also hier denkt man um. So, wer oder was möchte noch zu dir sprechen? Wer möchte dir noch etwas sagen, noch etwas mitteilen? Nee. Ja, jetzt bist du am Zug. Also das meine ich auch hier am Anfang. Ne? Hier hat jemand so ein bisschen Spundit, ja, weil die Menschen beobachten euch. Ihr werdet sehr schnell merken, dass die anderen Menschen euch beobachten. Und jetzt bist aber du am Zug. Es kann dir komplett egal sein, ob diese jetzt schauen, lachen, reden. Es ist egal. Ja, ups. Ja, wow. Ja, es ist dir egal. Es ist dir egal. Und es wird dir auch egal sein. Wir haben hier die 5 der Scheiben und wir haben die 10 der Scheiben. Du bringst etwas zum Erblühen. Ja? Du hast vieles, 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 vieles hinter dir lassen müssen. Du bist gereift. Ja? Deine Haare dürfen noch auftauen. Du wirst auftauen, dein Herz wird auftauen, wenn ihr euch begegnet. Ich habe ja doch das Gefühl, hier taut ein Herz auf. Ja? Also dein Herz beginnt zum Auftauen. Und es hängt immer alles davon ab, von deinem Schritt. Ne? Wann machst du den nächsten Schritt? Wann gehst du den Schritt auf ihn zu und wann geht er auf dich zu? Dann haben wir die 10 der Scheiben. Hier hat jemand, wie gesagt, ganz am Anfang auch erwähnt, das wiederholt sich jetzt schon. Aber hier sehe ich eine Person, die hat wirklich ganz, ganz viel in seinem Leben schon erreicht und möchte auch noch viel erreichen in seinem Leben. Also eine Person, die sehr, sehr reif ist und du bist sehr, sehr weise. Und Reife und Weisheit treffen da aufeinander. Wow, und dann haben wir die Liebenden. Ihr werdet euch langsam annähern an diese Liebe, an diese Verbundenheit und ihr werdet merken, das tut euch sehr, sehr gut. So. Da hätte ich gerne noch eine Karte. Dankeschön. Empfange deine Segnungen. Ja, wieder der Vogel. Empfange und Transformation, ne? Wie ich euch gesagt habe, ne? Dieser Mensch transformiert sich oder wird sich transformieren. Ich habe ja auch das Gefühl, dass der Körperkontakt ein sehr interessanter ist. Entweder
kommst du schon am Anfang ein bisschen so zum Beben, ja, dass das alles ein bisschen vibrieren beginnt bei dir, bei diesen Menschen, ja. Wenn die Botschaft von einem Tier ist, von diesen hier, von dem Reiher, von der Schlange, vom Bär, vom Fuchs, vom Pferd, vom Igel, dann sagen sie dir, öffne dich, lege deinen Schutzpanzer ab, denn du bist behütet und beschützt. Du brauchst keinen Schutzpanzer, weil der Schutzengel das jetzt für dich übernimmt. Ja, und das verändert sich. Also dein Denken sollte sich verändern. Und das führt zu dieser positiven Transformation, zu dieser Herzöffnung. Das ist genau das, was alle Tiere hier sagen möchten. Bleib bei deiner Leidenschaft, bleib bei deinem Wissen, bleib bei deiner Standhaftigkeit. Bitte bleib, du kannst dich heilen und in die Harmonie kommen und Ruhe, Stille und Erholung und Innenschau. Ja? So, dann haben wir hier. Nutze deine Kraft. Ja, das sehe ich auch. Und wir haben den Bären schon. Du wirst doch die Kraft nutzen. Da schauen wir noch hin auf die 6. Empfange die Segnungen, denn die haben wir noch nicht gelesen. Die Wüste kennt den Segen des Regens, so wie wir die Güte kennen. Eines der schwierigsten Dinge ist es zu empfangen, aber du bist dazu aufgerufen, genau das jetzt zu tun. Die gleichen Hände, die sich öffnen, um zu geben, müssen auch offen sein für das Empfangen von anderen und vom Leben und des großen Ganzen. Wie das passt zu dieser Legung. Heile dein schlechtes Gefühl, das entsteht, wenn du etwas einfach und ohne Hintergedanken annehmen kannst. Sei verletzlich und erlaube dem Guten zu dir fließen, ohne misstrauisch zu sein. Du bist alles Gute und Schöne wert, was dir jetzt diese Welt schenken möchte. Wow. Also wieder nochmal der Hinweis, du bist behütet und beschützt vom Universum. So, wer oder was möchte euch noch sagen, mitteilen? Wer oder was kommt auf euch zu? Ja, spannend, ne? Ja, der König der Münzen. Hoppla. Und Geduld, ja. Das ist genau das, wo ich gesagt habe, ihr seid geduldig. Wenn ihr euch begegnet, egal beruflich oder in der Liebe, ihr seid absolut geduldig. Ne? Und dann haben wir hier schon nicht vorwärts. Ne? Es könnte sein, dass eben da, dass du hier stehst, ja? Und dass du deshalb nicht vorwärts gehst, weil du vielleicht nicht rausgehst. Ja? Das sollte sich jetzt dementsprechend mal ändern, dass ihr rausgehen werdet. Oder rausgehen solltet. Wow, ja, dann ihr solltet rausgehen, eure Strategie verändern, euer Denkmuster verändern. Mir schaut das Pferd richtig schön in die Augen. Ja, also von allen Tieren hier ist am stärksten das Pferd und dann der Bär. Das heißt, hier solltest du deine Leidenschaft, dein Temperament ja nicht anfangen zu zügeln, nur weil es vielleicht andere stört oder weil es andere nicht so annehmen können, wie du bist. Und das ist für alle Menschen hier eine Herausforderung, Menschen so zu nehmen, wie sie eben sind. Und das ist eine Challenge für wirklich viele, viele Menschen da draußen. Ja? Sei geduldig. Dieser Mensch könnte in dein Leben kommen. Dieser Mensch wird in dein Leben kommen. Bei einigen kann es schon jetzt passieren und bei anderen wiederum erst im Herbst, September, Oktober passieren. So, und jetzt schauen wir, welcher Engel hat eine Botschaft für dich? Ja, der Engel des Lehrens. Eieiei, okay, ja, ihr dürft lernen. Ne? Ihr dürft jetzt lernen, euch so zu anzunehmen, zu lieben. Ich habe hier das Gefühl, 3 sind es. Dann schauen wir mal, welche 3. Ui. Elohim,
mit dem Pazifik. Ja, hier öffnet sich, ja, dieses 8-8-Tor hat mit euch etwas gemacht oder wird mit euch etwas machen. Also hier kommt Magie in euer Leben. Hier wird etwas weggespült und etwas zu euch gespült werden. Und hier haben wir Zartkiel. Und dann haben wir hier Engel der liebenden Fürsorge. Wow. Also dieser Engel der Fürsorge ist an eurer Seite und wird euch unterstützen auf eurem Weg. So, gut, dann fange ich mal an für alle, die es interessiert, was da steht, was jemand euch zu sagen hat. Ich lege sie euch so her, dass ihr es sehen könnt. Ich werde es nach der Reihe, glaube ich, so. Aber ich werde es ein bisschen aufstellen mit dem Büchlein. So, schauen wir mal, dass ihr das auch gut sehen könnt. Ja. Dann brauche ich sie nicht in der Hand zu halten. So. Jawohl, so könnt ihr das gut sehen. Gut sehen, okay. Engel des Lehrens. Okay. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das herauszufiltern. So, der Engel des Lehrens, das ist diese Karte hier, diese hier. Ich bin der lichte Engel deiner Seele. Ich kenne deinen Erdenplan, weiß um deinen Auftrag. Ich führe und geleite dich durch die Lernprozesse deiner Seele, die du dir vom Anbeginn deines Erdendaseins vorgenommen hast. Die Situationen, die dir begegnen, sind deine Lernaufträge. Sie schulen deine wahren, strahlenden Fähigkeiten. Ich arbeite dich vor auf schwere Situationen. Ich geleite dich sicher durch die Prüfungen deines Lebens. Ich bewerte nicht, warte geduldig auf deinen Ruf. Ne? Geduld hatten wir hier. Hier ist die Geduldskarte. Sende dir Erkenntnisse, die zu dir kommen. Mit jedem gut gemeisterten Schritt führe ich dich gotteswärts heim in die himmlischen Gefilder. Deine Botschaft lautet... So. Erkenntnisse sind Botschaften deiner Seele. Also immer dann, wenn du etwas erkannt hast, ja, ist es ein Hinweis von deiner Seele. So, dann kommt die zweite Karte. Das ist diese hier. Frieden. Das Feuer der Ewigkeit berührt die Herzen der Liebenden, entfacht die Sehnsucht der Seele. Geweckt zu folgen, dem Höheren geweckt, zur Hingabe an das Göttliche getragen, geführt, durch die Ewigkeit folgendem Ruf des Einen. Deine Botschaft lautet: Nur Liebe wird alles überwinden. Lass alles, was dich bisher festgehalten hat, los. Hier geht es wirklich um deine Kraftquelle. Ja, also hier geht es um diesen Aufruf zu deiner Kraftquelle, dass du ihn auch findest, dass du durch dieses 8-8-Tor durchgehen kannst. Und dann haben wir hier diese Karte. Verstand, Vernunft. Der Weg der Prüfung zur Meisterschaft hat seinen Verlauf genommen. Steil die Berge, hoch die Gipfel, tief die Täler, Konzentration auf den nächsten Schritt ins Licht. Begleitet durch die Gotteskraft immer nur einen Schritt vor dem anderen.
gehst du wach im Reich des Unbekannten. Und genau das sage ich immer wieder zu meinen Klienten, einen Schritt nach dem anderen, nicht Zähne auf einmal, denn wenn du einen gesetzt hast, dann folgen automatisch die anderen. Unter Geleit und Schutz des Göttlichen entwickelt sich die Brücke des Regenbogens zwischen den Welten und jenseits der Zeit. Also, schöne Botschaft, meine Lieben. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen alles Liebe, alles Gute und eine schöne Zeit. Ich genieße es jedes Mal aufs Neue mit euch hier gemeinsam die Legungen hier mit euch gemeinsam zu machen. Habt ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf das nächste Mal. Baba, tschüss.